Ein 56-jähriger Bürger wurde in Esslingen umgebracht. Von einem Mörder, der keinen Platz in Deutschland gehabt hätte. Er musste sein Leben lassen, weil deutsche Politiker die Grenzzäune abgebaut und dafür Brandmauern gegen politische Mitbewerber aufgebaut haben. Er musste sein Leben lassen, weil der Verfassungsschutz gegen Parteien missbraucht wird, aber die unschuldigen Bürger nicht ausreichend schützt. Er musste sein Leben lassen, weil sich die Polizei mit Regierungskritikern beschäftigen muss, aber die potenziellen Opfer vor Gewalttaten nicht mehr bewahren kann. Er musste sein Leben lassen, weil die Justiz die Mörder und Vergewaltiger nicht zur Rechenschaft zieht, sie pardoniert, aber dafür Mitbürger wegen Meinungsdelikten verfolgt. Er musste sein Leben lassen, weil die politische Korrektheit für andere in Deutschland wichtiger als das Recht auf körperliche Unversehrtheit für die eigenen ist. Er musste sein Leben lassen, weil das Recht auf Schutz für andere wichtiger als das Recht auf Leben für eigene ist. Eltern betrauern ihren 28-jährigen Sohn, der als Polizist sein Leben lassen musste, weil Politikern das Leben von Tätern wichtiger als von Opfern ist. Frauen müssen in Deutschland ihr Leben lassen, weil der Schutz des weiblichen Geschlechts viel weniger wert als die Etablierung 72 neuer Geschlechter ist. Viele Menschen verlieren in Deutschland ihren Arbeitsplatz, weil ein Wirtschaftskrieg gegen Russland wichtiger ist als die eigenen Unternehmen im eigenen Lande ist. Alte Frauen müssen in deutschen Großstädten in Mistkübeln nach S-Bahn kramen, weil die Milliarden Euro Steuergeld für Kiew wichtiger als die soziale Versorgung aller Deutschen sind. Ein 64-Jähriger musste eine Hausdurchsuchung in den frühen Morgenstunden erleben, weil der Hass auf Kritiker durch gescheiterte Politiker größer als die Achtung vor dem eigenen Grundgesetz ist. Tausende Bürger knicken vor ungerechtfertigten Strafbefehlen ein, weil fertige Politiker die Justiz missbrauchen und die Verfassung ungehindert mit Füßen treten. Deutsche Autobauer gehen pleite, weil den Politikern die Klimaneurose einiger weniger hysterischer Zeitgeister wichtiger ist als der soziale Friede im Land. Was läuft falsch in Deutschland? Liegt es vielleicht daran, dass deutsche Politiker von CDU, CSU, Grünen, SPD und FDP die eigene Macht wichtiger als das Wohlergehen des eigenen Volkes ist? Liegt es vielleicht daran, dass der Hass auf die eigene Nation größer als die Liebe zu den Mitmenschen ist? Liegt es vielleicht daran, dass der Egoismus abhängiger Egoisten auf Regierungs- und Parlamentsbänken größer als die anerzogene Empathie ist? Liegt es vielleicht daran, dass den deutschen Heuchlern und Lügnern ohne dies alles egal ist? Auch die Demokratie, wenn es um das eigene Wohlergehen geht? Eine deutsche Bestandsaufnahme aus dem November 2024.